Weißt du, warum Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Immer noch die Schreie der Sterblichen hören, die vor dem kalidonischen Eber flohen, während er ihr Land verwüstet und ihre Ernte vernichtet. Und das alles nur, weil König Eunoes vergessen hatte, Artemis eine Opfergabe darzubringen. Nachdem Adonis von dem Eber tödlich verwundet worden war, trauerte Aphrodite auf einer Blumenwiese um ihn. Ihre Tränen mischten sich mit Adonis Blut und färbten die Blumen rot. Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast.
Jetzt werdet ihr alle eure Dummheit bereuen! Also hat Typhon den nemeischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat? Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Ugh!
wirklich knapp. Du bist ja noch schöner als sonst, Aphrodite. Kennst du Callisto wieder, Zeus? Sie war eine so lebhafte Frau. Schlimm, dass Hera sie in eine Bärin verwandelt hat. Ja, fast so schlimm wie du, als du Callisto zu einer Romanze verführt hast, indem du dich als Artemis ausgabst. An ein bisschen Pfeil und Bogen ist doch nichts verkehrt. Ich wusste ja nicht, dass Hera es herausfindet. Sie findet es immer raus. Jedes Mal, Zeus. Ugh!
Und so waren alle mythischen Bestien besiegt. Aphrodite würde das sicher gefallen. Ich habe Typhons Kreaturen besiegt, wie du wolltest. Oh, schön zu hören. Du hast nicht zufällig ihre Felle mitgenommen? Ich könnte einen neuen Mantel gebrauchen. Nein, hab ich nicht. Ich sammle sie einfach selbst ein. Diese Kreaturen waren scheußlich, aber ihr Fell ganz wunderbar. Du wolltest aber nicht, dass ich sie nur wegen ihrer Felle töte, oder? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Hermes, die Felle sind bereit. Na, endlich! Bitte schön, Phoenix. Eine Belohnung. Yeah.